Verehrte Damen und Herren, liebe Freunde, teurer Maestro Nitsch, ich heiße Sie willkommen. Maestro Nitsch, vielen Dank, dass Sie diese Einladung wahrgenommen haben. Ich danke Ihnen auch im Namen von Professor Christoph von Blumroda und Dr. Markus Erbe, die diese Veranstaltung ermöglicht haben und die auf organisatorischer Ebene viel geholfen haben. Unser Thema heute ist die Musik des Orgien-Mysterien-Theaters. Ich bin der Meinung des Abate Casti, des Librettisten von Salieri. Prima la musica, poi le parole. Erst die Musik, danach die Worte. Daher habe ich verschiedene Klangbeispiele aus ihrer Musik ausgewählt, aber nicht nur, auch aus Musikwerken anderer Komponisten des 20. Jahrhunderts. Und also seien diese Art Hörübungen der Ausgangspunkt für unser Gespräch. Aber zuerst, bevor wir das allererste Klangbeispiel hören, möchte ich Ihnen gerne ein paar allgemeinere Fragen stellen über das Hören. Zuerst, welche sind die allerersten Klänge Ihrer Kindheit, an die Sie sich überhaupt erinnern? Also ich habe in meiner Kindheit nur furchtbare Musik gehört. Das österreichische Radio hat nach dem Krieg Schreckliches ausgestrahlt. Es gab also nur Schlager und Operettenmusik. Und durchaus das Schönste war dann doch die Wiener Musik und die Musik der Gebrüder Strauß. Aber sonst war alles furchtbar. Und dann kann ich mich erinnern, dass ich als 12-Jähriger, da war ich in einem Kinderheim und da sind wir zu einer Veranstaltung in das naheliegende Dorf gegangen und da habe ich eine Blasmusik gehört. Und da habe ich die ganz laut gekriegt und habe eigentlich etwas empfunden, naja, was vielleicht nur Klänge übermitteln können. Ich spreche jetzt überhaupt nicht von der Schönheit dieser Musik, aber einfach der Klang, der Bläsern, der Trommeln, das war was Außergewöhnliches. Und jetzt möchte ich gleich eines vorwegnehmen. Ich glaube nicht, dass der Klang einen Sinn beansprucht, der allen anderen überlegen ist. Ich glaube, die fünf Sinne, also diese Einteilung, die wir übernehmen mussten, dass die gleicherweise in die Tiefe des Seins eintauchen. Ja, und jetzt noch ein ganz wichtiges Klangerlebnis. Ungefähr 17-jähriger oder 18-jähriger konnte ich ein Konzert vom Dirigenten Böhm hören, der im Wiener Musikvereinssaal der späte Mozart-Symphonie dirigiert hat. Und da ist es mir wie Schuppen von den Ohren gefallen. Und ich habe plötzlich begriffen, was Musik ist. Und ich würde sagen, in der Folge eines Jahres, ich damals aus diese Jeunesse Musical Abonnements gegeben, ich habe 5 Abonnements gehabt, ich bin jede Woche fast 2-mal in Konzerte gegangen und habe unglaublich viel Musikliteratur aufgesogen. Und ich bin in die Musik hinein katapultiert worden und bin, glaube ich, noch immer drinnen.
Also das habe ich zu sagen über meine frühen Bergerlebnisse. Und Maestro, das Orgelmysterientheater, wie man weiß, ist für alle fünf Sinne. Es gibt etwas zu sehen, zu riechen, zu schmecken, zu tasten und nicht zuletzt zu hören. Aber was bedeutet für Sie hören? Hat der Hörsinn eine Besonderheit im Vergleich mit den anderen Sinnen? Oder was können Sie über die Sinnlichkeit des Hörens sagen? Ja, ich glaube, das Wichtigste, was ich mit dem Aufbau meines Theaters getan habe, war, reale Geschehnisse zu inszenieren. Und reale Geschehnisse werden über alle fünf Sinne erfahren. Und was soll ich jetzt sagen? Das Geräusch ist was unglaublich Notwendiges. Und vielleicht muss ich mich jetzt übersprechen. Das Geräusch, der Klang ist schon was Wunderbares, was Dominierendes. Aber was meine Aktionen dem Auge bieten, ist auch sehr wichtig. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich ein Dramatiker und für mich hat die Musik ihren Ursprung im Schrei, im exzessiven Erlebniszustand, im Schmerzensschrei, im Wollustschrei, im Todesschrei. Und überhaupt, Musik ist für mich mit exzessivem Erlebnis verbunden. Und etwas ganz Wichtiges: meine Musik soll meine Aktionen intensivieren und meine Aktionen sollen meine Musik intensivieren. Es braucht sich gegenseitig. Jetzt würde ich vorschlagen, das erste Klangbeispiel zu hören. Track Nummer 1, das ist der Beginn der 9. Symphonie von Nietzsche, komponiert 2009. Bitte, Track Nummer 1.
Wir waren nur wenige Minuten von einem Werk, das über 2 Stunden dauert. Und Maestro, Sie haben nicht nur Aktionsmusik komponiert, sondern auch absolute Musik. Symphonien, Kammerwerke, Klavierwerke, Orgelwerke und so weiter. Und ich lese ein Zitat von Ihnen. Einmal haben Sie im Gespräch gesagt: Meine Symphonien meinen nichts anderes als die Grundelemente meines Theaters. Das heißt, dass Ihre absolute Musik eine Art unsichtbares Theater ist. Aber was meinen Sie eigentlich mit Ihren Symphonien? Könnten Sie völlig Ihr Theater ersetzen? Weil wenn man durch das Hörerlebnis dieser Musik die Essenz Ihres Theaters erfahren kann, könnten Sie völlig Ihre Aktionen, theatralische Aktionen ersetzen? Also ich glaube, dass mein Sechstagespiel eine Symphonie mit 6 Sätzen ist. Und ich sage es immer wieder, alle Musik, die ich mache, will eigentlich die Musik des Orgelmysterium-Theaters übermitteln. Und ich glaube nicht, dass auf lange Sicht diese Musik selbstständig leben kann. Sie lebt im Zusammenhang mit meinem Theater und ist so zu verstehen. Und ich werfe jetzt die Frage auf: Was ist absolute Musik? Jetzt sagt niemand was. Also verstehen Sie auch Ihr Sechstagespiel als absolute Musik im Grunde? Mit dem Wort absolut muss man überhaupt sehr vorsichtig sein. Ich gehe so weit und sage, auch Wagner hat absolute Musik gemacht. Große Musik könnte man dann mit dem Begriff absolut bezeichnen. Wurscht, ob sie für die Kirche ist oder für das Theater oder selbst für die Unterhaltung. Ich möchte mich aus der Definition, was absolute Musik ist, herauswinden. Nun, am Beginn dieser 9. Sinfonie finden wir eine archetypische Geste ihrer Musik. Zuerst eine ausgehaltene Quint der Orgel, dann plötzlich findet eine überwältigende Explosion statt. Und das ist für sie der Beginn der Schöpfung, ein Urschrei, ein urgewaltiges Brüllen des Universums. Dann der Knall dehnt sich aus, er entfaltet sich, ich zitiere ihre Worte, bis zum exzessiven Allgedröhnen, bis zum Donnern der Sphären, zum Pulsschlag der Allwerdung. Also für sie ist die Schöpfung etwas Gewaltiges. In vielen Schöpfungsmythen zum Beispiel spricht man von einem Urklang am Beginn der Welt. Und für sie ist dieser Urklang der Grundexzess. Was können Sie dazu sagen? Ja, ich möchte sagen, dass ich eigentlich keine Programmmusik mache. Aber andererseits glaube ich wirklich, dass Musik und Gänge viel vom Schöpfungsablauf übermitteln können. Und ich würde mir wünschen, dass meine Musik den Schöpfungsablauf
mehr oder weniger unmittelbar übermittelt, nicht darstellt, sondern tatsächlich übermittelt. Das letzte Ziel ihrer Kunst ist die Lebensbejahung, das Ja-Sagen zur Schöpfung. Und ein Schlüsselwort bei Ihnen ist Intensität. Mit Ihrer Kunst streben Sie danach, das Seinsgefühl zu intensivieren. Ihnen geht es um die Suche nach dem Sein, nach dem intensivsten Erlebnis des Seins. Also die Wurzeln des Orgien-Mysterien-Theaters sind philosophisch. Sie sagen, dass das Orgien-Mysterien-Theater ist ein philosophisches Unternehmen. Und Ihre Philosophie nennen Sie Seinsphilosophie. Sie haben auch ein sehr großes Werk geschrieben, drei Bänder, Das Sein, 2009 veröffentlicht. Und in diesem Buch schlagen Sie Brücke zwischen den Vorsokratikern, Meister Eckhart, dem Tao Te Ching, Schopenhauer, Nietzsche, dem Zen-Buddhismus und so weiter. Und ein grundlegendes Leitmotiv dieses philosophischen Werkes ist ein Satz von Ludwig Wittgenstein. Und dieser Satz lautet aus dem Tractatus Logico-Philosophicus: Nicht wie die Welt ist, ist das Mystische, sondern dass sie ist. Also nicht das Wie, sondern dass sie ist. Nun möchte ich Sie fragen, ob es konkrete Bezug gibt zwischen Ihrer Seinsphilosophie und Ihrer Musik. Weil die Musik ist die dionysische Sphäre par excellence. Zum Beispiel ein Student hat einmal gefragt, gibt es irgendwelche Bezüge zwischen Ihrer Verwendung von lang ausgehaltenen Klängen und Ihrer Seinsphilosophie? Ich möchte da gar nicht so sehr über meine Musik schreiben, sondern was überhaupt Musik bei mir bewirkt hat. Ich habe gemerkt, dass ich unter dem Einfluss von Musik stärker da bin, stärker existiere und bis zu einem gewissen Grad ein ungeheuerliches Glücksgefühl erfahren kann, das sogar bis zur Schmerzlichkeit sich steigert. Ich denke da zum Beispiel an die siebte Beethoven, wo er selber gesagt hat, er ist Bacchus, der diesen herrlichen Wein keltert. Das ist für mich der Triumph der Schöpfung, das totale Ereignis des Hierseins und des schöpferischen Ereignisses. Und ich möchte jetzt privat was sagen. Ich wünsche mir sehr, wenn mich einmal der Teufel holt, also wenn ich sterbe und eingegraben werde, da hoffe ich, dass alle meine Freunde kommen und nicht trauern, sondern vielleicht kann ich übermitteln, dass ich irgendwas Positives auf dieser Welt erreicht habe. Und da möchte ich, dass man auf meinem Grab, dass niemand was redet, ist überhaupt nicht notwendig. Aber man sollte den letzten Satz der siebten Beethoven spielen. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen und würde mir eben wünschen, dass meine Freunde das ermöglichen. Ich möchte, dass mein Tod zu einem gewaltigen, schöpferischen Fest wird. Und mit meiner Musik möchte ich das Gleiche erreichen. Ich möchte mit meiner Musik
nicht das Dasein beschwören, sondern verwirklichen. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich ein Bier brauchen könnte. Das machen wir sofort. Und ja, wir können zwei Klangbeispiele inzwischen. Ja. Ich gieße Ihnen Bier ein. Und ja, weil Sie sagen, dass die Grundlage Ihrer Musik ist dionysische Urekstase. Und Sie haben mehrmals gesagt, für mich liegt der Ursprung der Musik im Lärm und im Schrei. Und nun möchte ich zwei Klangbeispiele hören. Das wäre Track 2 und Track 3. Track 2 aus der 8. Symphonie und Track 3 aus dem akustischen Abreaktionsspiel. Ein bisschen lauter. Ja, die Klangbeispiele ein bisschen lauter, bitte. Maestro Nitsch, Sie schreiben, das Geräusch ist etwas Entscheidendes. Durch das Geräusch konnte sich unsere Sprache entwickeln. Das Geräusch hat uns bis zu den späten Quartetten von Beethoven gebracht. Aber glauben Sie dann, dass haben Sie eine evolutionistische Sicht der Musikgeschichte? Also Sie meinen, dass der Klang sich im Laufe der Jahrhunderte sich sozusagen raffiniert hat? Meinen Sie das oder etwas anderes? Ich würde das jetzt eher auf mich beziehen. Wie die Musikentwicklung im Allgemeinen ist, vermag ich es nicht zu charakterisieren. Ich bin kein Musikhistoriker, aber ich weiß, was mir passiert ist. Also ich begann im Wirklichen
mit dem Schreien, mit Lärm, ekstatischer Lärmmusik. Und je länger ich komponiere für mein Theater, desto mehr versuche ich, orgelartige Klänge in mein Orchester einzuführen. Und wenn man das jetzt so sieht, dass es eine Verfeinerung meiner Musik wäre, ich weiß es nicht, aber es ist so. Andererseits möchte ich alles, was ich für meine Musik gearbeitet habe, auch das Archaische, das Exzessive, das Brutale, nicht verlieren. Ich möchte es immer wieder in meinem Theater einsetzen, aber habe schon den Hang zu einer Art Sublimierung oder Verklärung. Und ich glaube auch, dass es irgendwie, sagen wir, jetzt spreche ich doch über die allgemeine Musikentwicklung, das ist ein Kreislauf, eben was Sie von der Gregorianik bis zu den späten Streichquartetten von Beethoven ist eine Entwicklung, aber von den späten Streichquartetten zu Schönberg ist auch eine Entwicklung. Ja, das habe ich zu sagen. Ich möchte übrigens etwas sagen, das mein Freund und Kollege meine Arbeit dermaßen gescheit und tiefsinnig interpretiert. Ich bin ganz glücklich und ich komme mir fast unnötig vor, meine Arbeit zu interpretieren. Aber ich lese noch ein Zitat von Ihnen, Meister. Sie können noch etwas sagen. Weil er das so großartig macht. Also, ich habe Laien eingesetzt, Laienmusiker eingesetzt, die Blasinstrumente oder andere Instrumente bedient haben. Und diese Leute haben unglaubliche Klänge herausgebracht. Ich würde sagen, dass die Töne herausgequollen sind wie Gedärme aus einem Tier. Also ein sehr schönes Bild. Also die Töne sind herausgequollen als Gedärme aus einem Tier. Und dazu möchte ich eben sagen, leider muss ich abkommen, also muss ich darauf verzichten, Laien einzusetzen. Diese Laien sind großartig, vielleicht 10, 20 Minuten, dann geht ihnen die Kraft aus. Und ich habe lernen müssen, mit richtigen Orchestern zu arbeiten. Aber nach wie vor der Wunsch, Laien in dem Sinn zu verwenden, wie es eben jetzt geschildert worden ist. Ja, das ist schwer zu realisieren, aber man weiß, was ich meine. Ja, aber Sie haben zunächst Laien eingesetzt, weil Sie wollten keinen raffinierten Klang, sondern einen schmutzigen Klang. Und vielleicht zu diesem Punkt könnten wir ein Video aus einer Malaktion sehen. Das würde ich vorschlagen. Ja. Und bei der Malerei ging es mir oder geht es mir um die Substanz der Farbe, ja, um die Materie der Farbe. Nicht so sehr um den Klang der Farbe, sondern um das Schleimige, um das Kotartige, um das wollüstige Wühlen in der Farbsubstanz. Na, schauen wir uns da jetzt ein bisschen was an. Ja, bitte schauen wir den Beginn dieser DVD mit der Malaktion. Welche Malaktion ist diese? Ach, die Zahl weiß ich nicht. Welche Malaktion, welche Zahl steht auf die DVD? Das war in Nistelbach. Die? 56. 56. Thank you.
Maestro Nitsch, im letzten Winter hatten Sie, im letzten Herbst, hatten Sie schon in Mistelbach ein langes öffentliches Gespräch über Musik, über Sie und die Musik. Und es gibt auch eine schöne Publikation mit der Aufnahme, Doppel-CD, mit dem Titel Nitsch und die Musik. Aber damals haben Sie vor allem über Komponisten des 19. Jahrhunderts gesprochen, über Wagner, Scriabin, Mahler, Bruckner. Heute möchte ich eher mehr über auch Ihnen verwandten Komponisten des 20. Jahrhunderts oder nicht verwandten. Zuerst möchte ich eine Aussage von Stockhausen besprechen, weil Sie wissen, dass Komponisten der Generation von Stockhausen die spätromantische Tradition völlig abgelehnt haben. Zum Beispiel ein Zitat von Stockhausen. So kann man sagen, dass in der Mitte dieses 20. Jahrhunderts der große romantische Bogen, der auch so viele extreme Auswüchse gezeigt hatte, eigentlich abgeschlossen schien in der Musik. Ich habe während des Studiums oft mit Ekel reagiert auf manche Musik von Strauss, von Wagner, von Mahler, von Schönberg, weil sie mir einfach zu vulgär war, zu platt, zu physisch, manchmal auch zu bestialisch. Es gibt ja viele Äußerungen in der Musik, die das Schreien, Brüllen, Wüten, Stampfen, Zerreißen benutzen. Und einmal bezeichnete Stockhausen zum Beispiel die Musik von Richard Wagner als Unterleibsmusik. Also Komponisten wie Stockhausen hatten eine sehr puristische Ästhetik. Aber sie meinen ganz anders, sie sind einer ganz anderen Meinung. Sie wollen alles betonen, auch den sogenannten Unterleib, das Unterleibliche. Ja, für mich gibt es diese Trennung zwischen Unterleib und dem Geistigen. Das gibt es nicht. Das ist für mich alles auf die Schöpfung bezogen. Genauso wie es im Weltall oben und unten nicht gibt. Und nicht rechts und links. Und ich finde das noch ein platonisches Missverständnis, wenn man irgendeine Musik als unterleibliche Musik bezeichnet. Für mich gehört der Unterleib genauso zur Metaphysik dazu, ja, wie das Denken. Und noch etwas, das Sinnliche steht für mich nicht im Gegensatz zum sogenannten Geistigen, vor allem, weil die Sinnlichkeit wird über das Bewusstsein ausgetragen. Und ja, so haben wir an jeweiligen Künstler und Komponisten zu jeweiligen Zeiten andere Gesichtspunkte. Auch Kant spricht noch von positiven und negativen Gerüchen. Nun möchte ich gerne zwei weitere Klangbeispiele hören. Ein Beispiel aus der 6. Symphonie von Ihnen aus dem Jahr 1980 und dann später noch ein Klangbeispiel nicht aus Ihrer Musik. Ich sage das noch nicht, was das ist. Das sind zwei Klangbeispiele im Vergleich als Klangbeispiele für sakrifiziellen Exzess. Also zuerst Track 4, bitte. Thank you.
kommt im Vergleich ein Klangbeispiel aus einem Ritual von buddhistischen Mönchen aus Tibet. Track 5, bitte. Also, Meister Nietzsche, ich finde viele Klangverwandtschaften zwischen Stücken von Ihnen und Ritualmusik von Tibet. In beiden Fällen geht es um eine exzessive Auseinandersetzung mit dem Tremendum, mit dem Furchterregenden und letztendlich mit dem Tod. Haben Sie sich bewusst mit dieser rituellen Musik aus Tibet auseinandergesetzt? Ich hoffe, ich habe sehr viel gelernt davon. Und was soll ich sagen? Ich fühle mich dem sehr verwandt. Inwiefern? Es wird etwas beschworen. Und es entsteht ein Ritual, das ich in meinem Theater auch abwickeln will. Eine Begleitung und Begeisterung des Schöpferischen durch den Tod hindurch in Richtung Auferstehung. Noch ein Zitat von Ihnen möchte ich vorlesen. Sie sprechen über Moses und Aaron von Schönberg. Und Sie sagen, Schönberg hielt sein Werk für unaufführbar. Auf der Bühne sollten sich Schlachtungen und Vergewaltigungen ereignen. Trotz der strengen Zwölftontechnik gelang es, eine dem Geschehen entsprechende orgiastische Musik zu komponieren. Keiner hat sich bisher mit solcher Radikalität mit der Tatsache des Schlachtens musikalisch auseinandergesetzt. Aber wenn ich an die Tatsache des Schlachtens in der Musik denke, denke ich sofort an die barbarischen, primitivistischen Werke von Stravinsky, an Sacre, Les Noces. Aber merkwürdigerweise findet man in ihren Schriften zur Musik selten Erwähnungen von Stravinsky. Wieso? Fühlen Sie sich nicht verwandt, zum Beispiel mit der barbarischen, primordialen Klangwelt von Stravinskys Sacre zum Beispiel? Ich möchte vorausschicken, dass ich Stravinsky sehr schätze. Aber sein Hang zum Primitiven, also bei der Frühlingsweihe und auch bei Les Noces, die Hochzeit. Les Noces, das ist eigentlich unglaublich raffiniert. Er kommt vom Impressionismus und dieser Hang zum Barbarischen ist unglaublich ausgeklügelt und bewundernswert. Ich suche aber was anderes. Ich möchte wirklich mit meinen Fingern, mit meinen Händen in die Gedärme hineingreifen und schmutzig werden. Und möchte das auch mit meiner Musik machen. Aber wie gesagt, vollste Bewunderung für Stravinsky. Aber das ist ein anderer Weg, den er gegangen ist, als den ich vorhatte und vorhabe. Also Sie meinen, dass Stravinsky auch in Sacre und in Les Noces zu raffiniert war? Unglaublich.
Aber es ist keine Abwertung. Es ist nur, ich stehe etwas anderem gegenüber. In Ihrer Musik sind die Tonhöhe meistens unbestimmt, sind beliebig. Sie werden frei gewählt von den Interpreten. Das heißt, dass Sie komponieren keine Musik de Note, um mit dem französischen Ausdruck das zu sagen, sondern eine klangbasierte Musik. Aber das ist eigentlich ein wichtiges Merkmal zahlreicher Musikwerke des 20. Jahrhunderts. Vor wenigen Jahren hat ein Musikwissenschaftler, Makis Solomos, ein Buch veröffentlicht mit dem bezeichnenden Titel De la musique au son, von der Musik zum Klang. Also im 20. Jahrhundert habe dieser sehr wichtige Paradigmenwechsel stattgefunden. Von der Musik zum Klang. Man komponiert nicht mehr einfach mit Tönen, sondern mit dem Klang selbst. Und das ist auch der Fall in Ihrer Musik. Ja, ich glaube, Sie haben das so charakterisiert, wie es ich nicht besser charakterisieren kann. Bei mir war es eigentlich immer so, dass die Tonhöhe ist offen geblieben. Es ging immer um langgezogene Töne, aber die Tonhöhe durfte von den Musikern selbst gewählt werden. Außer es waren irgendwelche Notizen da, besonders tief, besonders hoch. Aber das ist ein Charakteristikum meiner Musik, dass eben die Tonhöhe bei jeder Aufführung anders ist, weil sie nicht fixiert ist. Ihre Lieblingskomponisten sind Wagner, Scriabin, Mahler, Bruckner, das wissen wir. Aber ich möchte Sie fragen, mit welchen Komponisten der Nachkriegszeit fühlen Sie sich besonders verwandt? Ich bin mir sicher, dass Sie sich auch mit Musik von jüngeren Komponisten beschäftigt haben. Ich werde immer wieder gefragt, welche zeitgenössischen Künstler ich schätze. Und ich sage immer, eigentlich am liebsten habe ich die Gestorbenen. Also war sie Bach, Schütz, von der Stravinsky. Und es ist nicht gut auszukommen mit den Zeitgenossen. Auch in der Malerei und so. Entweder sind Schüler, die sagen, schlecht zurückzahlen oder man wird bestohlen, weiß Gott was. Ja. Also es sitzt hier ein Künstler, den ich sehr, sehr schätze, obwohl er Gott sei Dank noch lebendig ist. Das ist mein Freund Gerhard Rumm. Gerhard Rumm, grüßen wir. Gerhard Rumm hier. Haben mich lebendige Komponisten gut, nicht so sehr interessiert. Aber ich möchte Ihnen trotzdem ein Klangbeispiel hören lassen, damit Sie uns sagen, was Sie darüber denken. Das ist ein sehr kurzes Klangbeispiel aus einem elektroakustischen Werk des griechischen Komponisten Yannis Xenakis, Persepolis. Und die Musik von Xenakis wurzelt auch in der griechischen Antike, im Mythos, und hat etwas sehr Exzessives, Brutales, tragisch, wollustiges. Und meiner Meinung nach hat auch viel zu tun mit ihren dichten und lauten, exzessiven Klangtexturen. Hören wir das und dann sprechen wir weiter. Track 6, bitte. Persepolis von Xenakis, 1971.